Zuckerwerk, Gewürz und allerhand Obst. Es ist das älteste Tortenrezept der Welt. Die Linzer Torte ist über 320 Jahre alt. Nachweislich wirklich die älteste Torte der Welt. Wer sie erfunden hat, wird immer ein Geheimnis bleiben. Wir sind sicherlich ein Betrieb, der mit Abstand die meisten Torten macht. Wenn man es googelt im Internet, kommen tausende Rezepte. Wir machen es halt mit Ribisselmarmelade und Haselnüssen und Butter und frischen Eiern. Und es hat jeder seine Rezepte. Und es ist immer eine Linzer Torte, wie gesagt, das Typische ist das Gitter. Die Original-Linzer Torte ist Handarbeit. Der einzigartige Geschmack hat sie bekannt gemacht. Denken die Österreicher an Linz, dann liegt der Nachtisch auf Platz 3, gleich nach der Föst und der Donau. Das hat eine Umfrage ergeben. Aber nicht nur Österreicher essen die Torte. Die Konditoren verschicken sie weltweit. Man kann sie durch alle Klimazonen dieser Welt schicken. Da wird keine Sahne irgendwie schlecht. Sie hat doch eine Haltbarkeit von einigen Monaten. Und das ist perfekt. Sie hat natürlich einen Tourismuseffekt auf unsere Stadt. Denn wenn man nach Linz kommt, dann nimmt man sich eine Linzer Torte mit. Als Geschenk, als Souvenir, einfach als Merchandising-Artikel. Heuer gibt's die Spezialität wieder in neuem Gewand. Mit Fotos und Zeichnungen von Linz-Motiven. In der Collage steckt viel Arbeit. Wenn man ja diese ganzen Elemente hernimmt und herumschneidet und mal auflegt und herumschiebt, bis es halt dann passt. Also das dauert schon. Und die Idee natürlich auch. Wer genau hinsieht, entdeckt auch die Donaunixe. Wir kennen ja eigentlich alle von der Donau her eher den Wassermann, aber die Donaunixe hat mir besser gefallen. Besser wird auch die Torte, je älter sie ist. Sie darf nicht ganz frisch genossen werden, weil sie ein bisschen durchbeißen muss, dass es einfach feucht wird und saftiger wird. Aber natürlich, wenn es einmal trocken ist, dann wird es auch nicht mehr saftig. Nicht nur die Linzer Torte ist mittlerweile Souvenir. Auch die Dose ist zum Sammlerstück geworden. Heuer eben wieder in neuem Design.